Ja, also es geht jetzt darum, ganz rationale Funktionen Grades haben mindestens ein, sind also monoton. So, jetzt haben wir festgestellt, es gibt gewisse ganz rationale Funktionen, die eine oder bestimmte Monotonie-Eigenschaften sicher haben. Haben Sie da was gefunden? Da haben Sie nichts gefunden. Nehmen wir zum Beispiel mal Parabeln. So, Parabeln. Sowas sind Parabeln, die sehen irgendwie so aus. Was können wir über die Monotonie von Parabeln sagen? Ja? Nicht monoton. Warum sind Parabeln nicht monoton? Ja? Weil sie mindestens einen Extrempunkt haben. Also, mindestens ein Extremum sind also nicht monoton. Aber nicht nur Parabeln haben mindestens ein Extremum. Da gibt es noch mehr, ja? Mit geraden Grad. Genau das. Ganz rationale Funktionen geraden Grades haben mindestens ein Extremum, sind also nicht monoton. Beweisen Sie. Ja, und das sollen Sie beweisen. Wobei, Sie können, also wenn Sie damit Schwierigkeiten haben, dann beweisen Sie es für Parabeln zum Beispiel. Das ist schon mal was wert. So, also, jetzt beweisen wir das Ganze zuerst mal für Parabeln. Also, fangen wir an. Wie beweisen wir das für Parabeln? Dann beginnen Sie mit dem schönen schöpferischen Wort sei. Sei f von x. Wir beweisen es für Parabeln. Gleich ax² plus bx plus c. Da brauchen Sie eine Eigenschaft, sonst haben Sie nicht sicher eine Parabel. Welche Eigenschaft brauchen Sie da? Ja? F nächster Punkt. Da haben Sie schlecht ausgedrückt. Die Antwort ist nein, aber die Richtung stimmt, ja? Oder a darf nicht 0 sein. Genau, das ist das. Also das heißt, das a darf nicht 0 sein. So, und wie beweisen Sie jetzt, dass das Ding ein Extremum hat? Ja? Ableiten. Genau, also dann machen wir das doch mal. Das ist 2ax plus b mehr. Ja? Auch noch die zweite Ableitung. Ja, von mir aus, wenn Sie das unbedingt wollen, die ist 2a. Die hätte ich erstmal später gemacht, aber die ist eine Frage des Zeitpunkts, die ist hier okay. Nächster Schritt. Ja? Die notwendige Bedingung und dann eben. Ja, 2ax plus b gleich 0, also die Ableitung 0 setzen und dann subtrahieren Sie b, dann haben Sie 2ax gleich minus b, dann dividieren Sie durch 2a und dann haben Sie x gleich minus b durch 2a. Schon mal gesehen, minus b durch 2a? Sollten Sie. Also wenn Sie hätten bei mir in Klasse 8 sein wollen, da habe ich das gelehrt, ja? Die Mitternachtsformel. Genau das. Das ist der Anfang der Mitternachtsformel. Das kriegen Sie genau, das kriegen Sie hier hin. Das a ist nicht 0, ich darf also hier dividieren. Die zweite Ableitung, die ist ja nur noch abhängig von a, die ist also auch ungleich 0. Das Extremum ist gesichert. Das heißt, diese Parabel hat sicher einen Extremwert. So, weil die einen Extremwert hat, folgt daraus, dass die nach dem Satz eben, also die hat einen Extrempunkt, daraus folgt, die Parabel hat einen Extremwert, einen Scheitel. Wir wissen nicht, ob nach oben oder unten offen, aber das ist egal. Minus b durch 2a irgendwas. Der Extrempunkt ist sicher. Und weil wir diesen Extrempunkt haben, ja? Wieso ist der Extrempunkt sicher? Also ich verstehe nicht, wie das jetzt alles beweist. Also dann muss ich da langsamer reden an der Stelle. Also wie wir da drauf gekommen sind, ist klar. Ja. So, und jetzt betrachten Sie die zweite Ableitung, die ist 2a. Die 2a ist nicht 0, weil a nicht 0 ist. Damit ist es größer 0 oder kleiner 0, aber es ist mir egal. Hauptsache, das Ding hat einen Extrem. Nach oben oder nach unten? Ja? Woher weiß ich, dass a nicht gleich 0 ist? Ja? Die Bedingung haben wir am Anfang aufgestellt. Vorausgesetzt. Das war Voraussetzung. Sonst geht's nicht. Ja? Sonst haben Sie völlig recht. Für a gleich 0 hätten wir ein Problem. Aber da haben wir auch keine quadratische Funktion. Quadratische Funktion heißt, das Quadrat muss auftauchen. Nicht, darf nicht weg sein. Gut, also wir haben also diesen Extrempunkt und das heißt, wir haben damit, weil wir einen Extrempunkt haben, sicher keine strenge Monotonie. Weil vorm Extrempunkt ist es dann fallend, danach wachsend oder umgedreht. Also sowas oder sowas. Wir wissen, daraus folgt, wir sind nicht streng monoton. Gut, also das heißt, wir haben den Extrempunkt. Jetzt haben wir es aber nur für quadratische bewiesen, aber immerhin. So, beweisen Sie das jetzt für allgemein. Ja, wir gehen wieder zum Thema, wie beweisen wir das mit den geraden Exponenten? Ja, man muss wieder ableiten, bloß jetzt ist es halt nicht mehr so einfach wie hier.
Theoretisch müssten wir das als Summe schreiben, bloß Summen schreiben ist ein bisschen nervig. Also Sie wissen, wenn wir eine Funktion haben, sei f von x gleich. Und jetzt schreiben wir a und jetzt muss das ja im Exponentengerade sein. Wenn ich das im Exponentengerade schreibe, schreibe ich mal x hoch 2n. Und das n soll wieder natürliche Zahl sein, dann ist Logo, dass an der Stelle ich eine gerade Zahl im Exponenten habe. Plus irgendwas, der Rest ist mir egal. Dann habe ich eine ganz rationale Funktion geraden Grades, aber ich muss noch dazu sagen, dass das a natürlich wieder nicht 0 sein darf. So, jetzt darf ich ableiten. Ja? Warum muss man 2n machen, nicht einfach n und sagen, dass n... Woran erkennen Sie das dann? Verstehen Sie, das ist nicht ganz ohne. Ja, Sie dürfen es auch mit dem n machen, aber das macht Ihren Beweis künftig schwer. Mit den 2n ist es eigentlich einfacher. Aber ja, Sie dürfen beides. So, dann leiten wir das Ganze ab. Wenn wir das Ganze ableiten, dann kriegen wir 2n mal a mal x hoch 2n minus 1 plus irgendwas. Und so sieht die erste Ableitung aus. Was können wir über das hier sagen? Das ist eine ganz rationale Funktion. Eine ganz rationale Funktion mit einer ganz bestimmten Eigenschaft. Was man eventuell hier sieht, weil ich da 2n und 2n minus 1 geschrieben habe. Ja? Das ist ein ungerader Exponent. Genau das. Das nennt sich, das Wort Exponent ist hier nicht ganz korrekt. Es geht um mehr als nur einen Exponenten. Das ist nicht nur der Exponent, sondern der größte Exponent. Und deswegen heißt das mit ungeradem, nicht Exponent, nicht nur Exponent, mit ungeradem Grad. Ja, bei der Ableitung wird ja der Grad immer geringer. Das ist der Summand mit dem größten Exponent. Das ist der Grad hier ist 2n gerade. Danach kommen nur noch Summanden mit kleineren Exponenten. Und wenn ich die ableite, werden die alle immer noch kleiner. Das heißt, die Ableitung einer Funktion, eines ganz rationalen Funktion mit geradem Grad, ist eine ganz rationale Funktion mit ungeradem Grad. So, problematisch ist das Thema zweite Ableitung schon. Weil, wenn ich hier nämlich die zweite Ableitung mache, dann kann ich leider nicht wissen, ob die 0 ist oder nicht. Hier war es unproblematisch. Beim 2a habe ich sicher gewusst, dass es nicht 0 ist. Aber hier kann die zweite Ableitung dummerweise durchaus 0 sein. Ich muss also, wenn ich mit der zweiten Ableitung nicht argumentieren kann, wie muss ich dann argumentieren? Mit der ersten Ableitung mit dem Vorzeichenwechsel. Genau, wir müssen einen Vorzeichenwechsel der ersten Ableitung nachweisen. Und jetzt schauen wir uns ganz rationale Funktionen von ungeradem Grad an. Wie sehen die aus? Und da müssen Sie über das Thema Globalverlauf Bescheid wissen. Der Globalverlauf einer ganz rationalen Funktion ungeraden Grades ist, Sie wissen schon, Globalverlauf, da fange ich immer an zu zeichnen, dann mache ich eine Lücke und dann zeichne ich weiter. Das hier könnte eine ganz rationale Funktion von ungeradem Grad sein. Die kommt von minus unendlich und geht nach unendlich. Das ist die eine Form. Und die andere Form, die kommt von minus unendlich und geht nach unendlich. Das wissen wir von ganz rationalen Funktionen mit ungeradem Grad. Ja, wenn wir die durchführen, die läuft jetzt irgendwie hier durch. Die kann hier ruhig wackeln dazwischen. Also die darf solche, ist gar kein Problem. Wichtig ist nur, die hat, die ganz rationale Funktion ungeraden Grades, hat mindestens einen Schnittpunkt mit der x-Achse. Mehr noch, sie wechselt irgendwann mal das Vorzeichen, weil ich von minus unendlich nach unendlich komme. Irgendwo wechselt es. Also ich kann eine ganz, ganz böse, ganz rationale Funktion ungeraden Grades haben, die ganz, ganz viele Extremata auf der x-Achse hat. Irgendwann mal muss sie wechseln. Sie kann sich nicht dagegen wehren. Danach kann sie wieder weitere Extreme haben und dann geht es irgendwann mal hoch. Aber irgendwann wechselt die das Vorzeichen. Das heißt, weil der Globalverlauf so aussieht und weil wir eben dann mit Sicherheit sagen können, es wechselt das Vorzeichen, es gibt eine Nullstelle. Deswegen haben wir mit Sicherheit bei der ganz rationalen Funktion geraden Grades mindestens ein Extremum. Und sobald ich ein Extremum habe, ist die ganz rationale Funktion nicht mehr, oder die Funktion, egal ob ganz rational oder nicht, nicht mehr monoton. So, das müsste man jetzt irgendwie noch formal aufschreiben, das lasse ich mir aber jetzt
Nur, dass Sie das so ein bisschen verstanden haben. Ich verstehe nicht, warum wir jetzt also die erste Ableitung nicht null gesetzt haben und nicht null setzen müssen. Das passiert hier. Das hier ist, ich betrachte hier F'. Das hier ist F' von x. Und das heißt, ich stelle nur fest, dass F' von x von minus unendlich kommt und nach unendlich geht. Und wenn Sie eine Funktion haben, die aus dem Negativen kommt, sicher, und ins Positive geht, sicher, was haben Sie dann zwischen minus unendlich und plus unendlich? Schnittpunkt mit der x-Achse. Und irgendwo habe ich eine Nullstelle mit Vorzeichenwechsel. Sonst geht es nicht anders. Und genau das. Das heißt, das ist die Betrachtung von F' genauso, ja. Und das heißt, entweder ich habe das hier, habe hier so eine, oder ich habe das hier. Also bei, das sieht man hier, bei ganz rationalen Funktionen, deren Ableitung so aussieht, habe ich mit Sicherheit ein Maximum. Die sehen halt dann so aus, ne, irgendwie sowas. Die haben irgendwo so ein Maximum. Und ganz rationale Funktionen, die andersrum sind, ne, die haben dann irgendwo so ein Minimum an der Stelle.